Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und mich bedanken für die netten Begrüßungsworte von Frau Haslebacher. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Artfremder da in einer Kirche einen Vortrag hält zu dieser Thematik. Und es fällt mir gerade ein bisschen schwer, von diesem Chor, der da sehr viel Herz in mir zum Klingen gebracht hat, jetzt auf den nüchternen Boden der Wissenschaft zurückzukommen. Aber ich hoffe, dass es nicht ganz so nüchtern ist, sondern dass das für euch auch eine gewisse Spannung bereithält. Bibel, Kirche, Homosexualität, das ist das Thema der heutigen Tagung. Offenbar ist der Bedarf an Reflexion zu diesem Thema weiterhin groß, denn kaum ein Thema trennt die Kirche stärker als die Frage, was aus ethischer Sicht richtig und falsch ist im Zusammenhang mit Homosexualität. Und dies gilt ja im Besonderen auch für die evangelisch-methodistische Kirche. Im Gegensatz zum Raum, der diese Diskussion in Kirchen einnimmt, ist Homosexualität in der Bibel ein Randthema. Die Bibel diskutiert homosexuelles Verhalten fast nie. Ich weiß, ich begebe mich jetzt da auf heikles Terrain der Theologen, aber ich hoffe, Sie vergeben mir. Also die Bibel diskutiert homosexuelles Verhalten fast nie. Und es fällt auf, dass einige derjenigen, die am eindringlichsten biblische Moral in sexuellen Fragen an oberste Stelle setzen, seltsam undeutlich werden, wenn die Diskussion sich den neutestamentlichen Lehren über soziale Gerechtigkeit und Besitz zuwendet, einem Thema, das in der Bibel nun wirklich eine zentrale Rolle einnimmt. Weshalb ist in dem Thema Homosexualität so viel Leidenschaft drin? Ich glaube, dies hat sehr viel damit zu tun, dass es uns in der christlichen Welt bis heute nicht gelungen ist, eine positive und unverkrampfte Haltung zur Sexualität zu finden. Die Kirche äußert sich zum Thema Sexualität meistens nur im Zusammenhang mit Fehlverhalten und Verboten und ist damit für viele Menschen und auch Christen in dieser Frage zunehmend irrelevant. Es ist jedoch eine Tatsache, dass jeder Mensch und dies eigentlich von Geburt an ein soziales Wesen und auch ein sexuelles Wesen ist. Diese Tatsache begegnet uns auch in den Geschichten der Bibel immer wieder auf vielfältige Weise. Sicher, die Bibel soll auch in der Interpretation der menschlichen Sexualität nicht die primäre Autorität für uns Christen sein. Aber sie kann in den Fragen der Sexualität nicht die einzige Informationsquelle sein. Wir sind auch herausgefordert, auf die Realität um uns herum, aber auch die Realität in uns drin zu hören. Denn was die Bibel nicht ist, sie ist kein Handbuch für Sexualität und sexuelles Verhalten. Wenn es um Entscheidungen geht, die wir hier und heute zu fällen haben, reichen die biblischen Geschichten und Gesetze oftmals nicht aus. Die Geschichten sind für die an uns heute gestellten Fragen oft nicht spezifisch genug. Und bei den biblischen Gesetzen bleibt nicht selten die Frage, welche dieser Gesetze in welcher Art hier und heute ihre Bedeutung haben. Aber ich denke, dass wir neben die Theologen dann besser rausarbeiten. Paulus setzt im Philipperbrief ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Wenn er in Philipper 1, 9 und 10 betont, wie wichtig Erkenntnis und Einsicht ist für jeden, der den Willen Gottes erkennen möchte. Ich zitiere aus der Neues Leben Bibel. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt, denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt oder was das Wesentliche ist, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Es gilt hier drei Dinge hervorzuheben, die uns in diesen Versen vermittelt werden. Erstens, wir brauchen Erkenntnis. Das heißt, wir brauchen Fakten, um zu guten Entscheidungen zu kommen.
Und zu Fakten kommen wir, wenn wir uns mit der Realität auseinandersetzen. Und das heißt unter anderem auch mit wissenschaftlichen Fakten. Zweitens, wir benötigen Einsicht. Einsicht ist die Fähigkeit zu sehen, was wirklich unter der Oberfläche der Fakten sich abspielt. Was ist wirklich wichtig und was nicht? Drittens, wir brauchen Liebe. Liebe öffnet uns die Augen für den realen Menschen, den Nächsten, der vor mir steht. Und diese Liebe hilft uns, hinter unseren Selbstinteressen die Nöte und Rechte der anderen zu sehen. Bei Fragen der sexuellen Moral geht es nicht einfach nur darum, was richtig oder falsch ist. Es geht darum, was für uns und unseren Nächsten gut ist. Nein, was das Beste ist, um zu tun, was richtig ist, benötigen wir Regeln und Gesetze. Um das Beste tun zu können, brauchen wir Erkenntnis und Einsicht, was wirklich um uns und in uns vor sich geht. Damit befinden wir uns in der guten Tradition der Wesleyischen Theologie, so wie ich sie als Randbeobachter verstehe. Um zu guten Entscheidungen zu kommen, setzte Wesley neben der Bibel, die für ihn die wichtigste Quelle der Erkenntnis war, auch auf die kirchengeschichtliche Tradition, auf die von Gott dem Menschen geschenkte Vernunft sowie auf die Erfahrung, mit der auch neben dem persönlichen Erfahrungshorizont der Einbezug des Erfahrungswissens der Wissenschaften gemeint ist. Ich habe im Vorgespräch gar kurz gemerkt, dass Jörg das ein bisschen anders interpretiert, aber das ist jetzt so, wie ich es verstehe. Dieser später vom Wesleyischen Theologen Albert Outler das Wesleyische Viereck oder das Wesley Quadrilateral genannte Zugang ist auch heute noch angemessen und gerade auch für ethisch heikle Fragen wichtig. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb in guter methodistischer Tradition neben Theologen zu dieser Tagung auch ein Psychiater und Psychotherapeut eingeladen wurde. Kommen wir nun nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu den Fakten und Erkenntnissen im engeren Sinne. Psychologische Theorien der Sexualität können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. Auf der einen Seite haben wir die essentialistischen Theorien, die Sexualität als einen lebensbestimmenden Aspekt des Menschen ansehen, der in der Biologie und der Evolution wurzelt. Im Englischen wird das häufig als Nature bezeichnet. Diese Theorien untersuchen, wie Hormone, die Genetik, angeborene Charakteristiken und entwicklungspsychologische Prozesse die Sexualität beeinflussen. Es gibt noch auf der anderen Seite ein anderes Lager von Wissenschaftlern. Da haben wir es mit den sogenannten sozialkonstruktivistischen Theorien zu tun, die Sexualität hauptsächlich als Produkt der Sozialisation und von kulturellen Einflüssen verstehen. Nurture als Begriff im Anglosächsischen. Hier wird argumentiert, dass unsere Sexualität weniger mit Veranlagung als vielmehr mit gelerntem Verhalten zu tun hat und zu erklären ist. Klar ist, dass die menschliche Sexualität durch viele unterschiedliche Faktoren geprägt wird. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass trotz einer riesigen Auswahl an wissenschaftlichen Theorien, die unsere sexuellen Einstellungen und unser sexuelles Verhalten erklären sollten, es bis heute jedoch keine einzige befriedigende Theorie gibt, die Sexualität als Ganzes auch nur annähernd beschreiben kann. Sich beim Studium der Sexualität nur auf einen Zugang zu beschränken, kann also leicht in die Irre führen. Um dies zu vermeiden, ist es hilfreich, eine mehrdimensionale Perspektive einzunehmen. Hierzu eignet sich das biopsychosoziale Modell. Dieses Modell sieht unsere Gesundheit als das Resultat einer komplexen Interaktion von biologischen,
psychologischen und sozialen Faktoren an, wie Sie der Grafik entnehmen können. Und dieses Modell ist auch leicht auf die Sexualität anzuwenden. Männliches oder weibliches Geschlecht, sexuelle Orientierung und sexuelles Verhalten sind Konsequenzen multipler unterschiedlicher Kräfte, die auf eine Person einwirken. Einige dieser Kräfte sind spezifisch für ein Individuum, wie zum Beispiel die Ausprägung des Sexualtriebes. Andere Kräfte sind eher das Produkt von äußeren Einflüssen, die jede Person innerhalb einer gegebenen Kultur oder einer Gesellschaft beeinflussen. Einige dieser Faktoren sind unter der kompletten Kontrolle unseres Bewusstseins, während wir andere wenig beeinflussen können. Die relative Wichtigkeit dieser Faktoren können innerhalb unterschiedlicher Personen und über die verschiedenen Lebensalter hindurch stark variieren. Die biopsychosoziale Perspektive berücksichtigt diese Komplexität und erlaubt uns, Sexualität als etwas zu sehen, wo Geist und Körper in grundlegender und intimer Weise miteinander verbunden sind und unsere Persönlichkeit in ganzheitlicher Weise betrifft. Wenn ich nun im Folgenden über Homosexualität und sexuelle Identität sprechen werde, so werde ich dies also vor allem durch die biopsychosoziale Perspektive betrachten. Es sind vier Hauptfragen, die mir zur Homosexualität im christlichen Umfeld immer wieder gestellt werden. Wie häufig ist die homosexuelle Orientierung? Was sind deren Ursachen? Ist eine homosexuelle Orientierung krankhaft? Kann die homosexuelle Orientierung verändert werden? Zum Ersten, wie häufig ist eine homosexuelle Orientierung? Es ist wichtig zu beachten, dass es keine allgemeingültige Definition für den Begriff der sexuellen Orientierung gibt. Einige Menschen betrachten die sexuelle Orientierung als eine Frage der sexuellen Anziehung. Wen findest du sexuell attraktiv? Andere betrachten es als eine Frage des sexuellen Verhaltens. Mit wem hast du Sex? Wieder andere betrachten es als eine Frage der sexuellen Identität. Identifizierst du dich als schwul, hetero, bisexuell oder etwas anderes? Diese variablen Definitionen haben den Effekt, dass die Literatur zur sexuellen Orientierung manchmal schwer zu entschlüsseln ist. Die Art und Weise, wie in Studien sexuelle Orientierung definiert wird, wirkt sich beispielsweise signifikant auf die Häufigkeitsschätzungen aus. Zum Beispiel geben bei Umfragen weitaus mehr Menschen an, schon einmal sexuellen Kontakt zu einer gleichgeschlechtlichen Person gehabt zu haben, als sich Menschen als schwul oder bisexuell bezeichnen. Experimentieren mit gleichgeschlechtlicher Sexualität bedeutet also noch lange nicht, dass jemand schwul oder lesbisch ist. Wenn man also über sexuelle Orientierung spricht, ist es wichtig, sie durch eine breite Linse zu betrachten. Die Anziehungskraft, Verhalten und Identität differenziert berücksichtigt. In der folgenden Tabelle, ich hoffe, Sie können sie lesen, sind die Resultate verschiedener Umfragen aus den USA zur Häufigkeit von homo- und bisexuellem Verhalten abzulesen. Aufgrund der neuesten mir zur Verfügung stehenden Daten, der National Survey of Family Growth von 2011 und bis 2013 erhoben, in einer Altersgruppe von 18 bis 44 Jahren, aufgrund dieser Daten bezeichnen sich 1,9% der Männer und 1,3% der Frauen als homosexuell. 2% der Männer und 5,5% der Frauen geben an, bisexuell zu sein, sich also zu beiden Geschlechtern sexuell hingezogen zu fühlen. Die Zahlen bezüglich der homosexuellen Orientierung scheinen über die Jahre bei Männern und Frauen stabil zu sein. Wenn man das hier so sieht, dann ist das nicht eine große Veränderung über die Jahre.
Auch wenn wir davon ausgehen, dass in einer Umfrage nicht alle ihre Homo- und Bisexualität angeben, liegt die Anzahl nicht heterosexueller Personen deutlich unter 10%. Interessant sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. So scheinen Frauen in dem Bezug auf sexuelle Erfahrungen experimentierfreudiger zu sein. Dies kann an den deutlich höheren Zahlen bisexueller Orientierung und den gelegentlichen gleichgeschlechtlichen Kontakten abgelesen werden. Wir sehen das hier, also das ist die Anzahl von Bisexuellen. Die Bisexualität angeben ist weit höher bei den Frauen als bei den Männern. Und wenn es um gelegentliche sexuelle Kontakte mit dem gleichen Geschlecht geht, ist das auch doch ein signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen. Diese Zahlen korrespondieren, dieser Unterschied von diesen Zahlen korrespondieren mit Studien, die zeigen, dass Frauen eine höhere sexuelle Fluidität, wie man das nennt, aufweisen. Man nimmt deswegen an, es wird auch darüber diskutiert, wie immer in der Wissenschaft ist nicht immer alles schwarz und weiß, man nimmt deswegen an, dass Frauen ihre Sexualpartner und Sexualpartnerinnen mehr nach Zuneigung und unabhängiger vom Geschlecht auswählen. Das gilt natürlich nicht für alle Frauen, sondern eben nur für einen bestimmten Prozentsatz. Kommen wir zur zweiten Frage. Was sind die Ursachen der Homosexualität? Forscher haben sich in den letzten Jahrzehnten intensiv und mit der biologischen Hypothese der Homosexualität befasst. Eine große Anzahl verschiedenster Zusammenhänge wurde untersucht, wie zum Beispiel Linkshändigkeit, der Unterschied zwischen der Fingerlänge des Zeigefingers und des Ringfingers. Und es ist ganz spannend, was da alles erforscht wurde. Eine große Anzahl dieser verschiedensten Zusammenhänge wurden eben untersucht. Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen lediglich, dass die Biologie eine gewisse Rolle spielt bei der Entwicklung der sexuellen Orientierung. Aber sie ist nicht der einzige Faktor. Also Biologie spielt eine Rolle, aber Biologie erklärt nicht alles. Auch bei den seltenen Studien, die sich mit den Umgebungsfaktoren befassen, konnten keine eindeutigen Antworten in Bezug auf die Ursache der Homosexualität gefunden werden. Trotz dieser großen Forschungsbemühungen muss also festgestellt werden, dass wir bis heute nicht wissen, warum eine Person eine heterosexuelle, bisexuelle, schwule oder lesbische Orientierung entwickelt. Und wenn wir uns überlegen, weshalb wir homosexuell oder bisexuell orientiert uns fühlen und wann das gestartet hat und ob wir uns dafür entschieden haben oder nicht, dann merken wir, dass das ja wirklich so ist, dass das etwas ist, was sich entwickelt. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sowohl biologische sowie Umweltfaktoren in einem komplexen Zusammenspiel schließlich die sexuelle Orientierung bestimmen. Und es ist anzunehmen, dass dieses Zusammenspiel von Person zu Person wie immer wieder anders ist. Dies erklärt dann auch die Tatsache, dass unsere Vorurteile gegenüber Homosexuellen falsch sind, weil die homosexuellen Menschen genauso unterschiedlich sind wie die Menschen mit einer heterosexuellen Orientierung. Homosexuelle Menschen sehen sich immer wieder mit der Annahme konfrontiert, sie hätten ihr Schwul- oder Lesbischsein selbst gewählt. Hierzu wissen wir aber aus der Forschung, dass es bis heute keinerlei wissenschaftliche Daten gibt, die diese Annahme unterstützen. Die sexuelle Orientierung ist nichts, das gewählt werden kann, sondern sie ergibt sich aufgrund des oben beschriebenen komplexen Zusammenspiels der verschiedensten Faktoren. Dies zu betonen erscheint mir wichtig, da es gerade auch in christlichen Kreisen immer noch viele Mythen zur Entstehung der sexuellen Orientierung gibt. Ich komme zur dritten Frage. Ist eine homosexuelle Orientierung krankhaft? Homosexualität ist keine Krankheit. Dies ist die heutige klare Haltung aller relevanten psychiatrischen und psychologischen Fachgesellschaften weltweit. Das war nicht immer so.
Die amerikanische psychiatrische Gesellschaft hat die Homosexualität erst 1973 aus dem Katalog psychischer Störungen gestrichen. Seither hat sich der Fokus mehr auf darauf gerichtet, wie man Menschen mit nicht-heterosexueller Orientierung besser in der Entwicklung hin zu einer für sie gesunden sexuellen Identität unterstützen kann. Es ist jedoch leider eine Tatsache, dass sexuelle Minderheiten ein größeres Risiko haben, an Depressionen, Angststörungen und Substanzabhängigkeiten zu leiden und auch häufiger suizidale Krisen durchleben. Es ist heute allgemein akzeptiert, dass dieses erhöhte Krankheitsrisiko, diese erhöhte Krankheitsanfälligkeit nichts mit der sexuellen Orientierung per se zu tun hat, sondern vielmehr Folge von Diskriminierungserfahrungen ist. Leider haben die christlichen Kirchen, aber auch andere Religionen, viel zu dieser Diskriminierung sexueller Minderheiten beigetragen und tun dies zumindest teilweise noch heute. Zur vierten Frage: Kann die homosexuelle Orientierung verändert werden? Das ist ein heißes Thema, deshalb nehme ich noch einen Schluck vorher. Nicht wenige Christen gehen heute auch noch davon aus, dass Menschen ihre sexuelle Orientierung ändern können, wenn sie sich nur genug bemühen würden oder genügend Glauben an die Heilkraft Jesu Christi haben. Ist diese Annahme berechtigt? Zumindest ich kann sie beantworten, ist diese Annahme berechtigt aus biopsychosozialer, wissenschaftlicher Sicht? Und das ist dann natürlich was anderes als vielleicht aus spiritueller, geistlicher Sicht. Solange Homosexualität noch als Krankheit galt, gab es Versuche von professionellen Helfern, die sexuelle Orientierung von Menschen von homosexuell zu heterosexuell zu verändern. Diese als Konversionstherapie oder reparative Therapie bezeichneten Angebote wurden gerade von vielen Christinnen und Christen, die unter ihrer homosexuellen Orientierung litten, mit großen Hoffnungen aufgenommen. Auch wenn wiederholt über echte Konversionen berichtet wurde, muss diese Therapieform heute außerordentlich kritisch beurteilt werden. Die wenigen Studien, die dazu gemacht wurden, genügen heutigen Standards zur wissenschaftlichen Überprüfung der Effektivität einer Therapie bei weitem nicht. Die meisten Daten wurden retrospektiv, also nach Abschluss der Behandlung, erhoben. Es handelte sich bei diesen Rückmeldungen überwiegend um Selbsteinschätzungen, von denen man weiß, dass sie dem Wunsch nach Veränderung folgend oftmals zu positiv dargestellt werden. Trotzdem erreichten die allermeisten nur eine Verminderung der Intensität der geschlechtlichen Anziehungen, also keine Veränderung der Orientierung in einem kategorialen Sinne. Viele, die in Studien angaben, eine kategoriale Veränderung erlebt zu haben, mussten später zugeben, dass sie sich weiter vom gleichen Geschlecht sexuell angezogen fühlten. Darunter waren auch einige in der Öffentlichkeit bekannte christliche Vertreter der sogenannten Ex-Gay-Bewegung. So auch der letzte Präsident von Exodus International, der Dachorganisation der christlichen Dienste, die Konversionstherapien anboten. Exodus International hat sich deshalb 2013 aufgelöst und dieser letzte Präsident, Herr Chambers, hat sich bei der homosexuellen Community für all das, was ihnen an Fehlern passiert ist, auch entschuldigt. Was im Zusammenhang mit diesen Konversionstherapien und reparativen Therapien aber weit schwerer wiegt oder wog als die unbefriedigenden Erfolgsraten, waren Meldungen über negative Auswirkungen solcher Konversionstherapien, wie das Auftreten von Depressionen, Ängsten und Suizidalität. Sogar einzelne Suizide wurden in diesem Zusammenhang mit derartigen Therapiebemühungen gebracht. Das ist nicht ganz einfach, dann immer das genau zuzuordnen, was letztlich der Grund für einen Suizid ist, aber das wurde zumindest diskutiert. Zusammenfassend sprechen alle diese Erfahrungen aus wissenschaftlicher Sicht dagegen,
dass ein kategorialer Wechsel von einer homosexuellen in eine heterosexuelle Orientierung möglich ist. Dies kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen, bin ich doch immer wieder in meiner Praxistätigkeit mit Christen und Christinnen konfrontiert, die oftmals erst nach Jahren eines unauffälligen Ehe- und Familienlebens durch ihre verdrängten homosexuellen Gefühle eingeholt werden und dadurch in eine schwere psychische Krise geraten. Wie hätten solche tragischen Schicksale verhindert werden können? Aus all diesen Gründen haben in den vergangenen Jahren alle relevanten psychiatrischen und psychologischen Fachgesellschaften Konversionstherapien für homosexuelle Menschen als unwissenschaftlich und potenziell schädigend bezeichnet und stellen sich gegen jegliche Form solcher Interventionen. Es gibt aber immer wieder Menschen, die aus religiösen Gründen einen inneren Konflikt mit ihrer gleichgeschlechtlichen sexuellen Anziehung haben und deswegen Hilfe suchen. Diese Menschen stehen oftmals unter einem enormen Druck, weil sie sich für falsch fühlen und manchmal auch von Gott abgelehnt wegen ihren Empfindungen. Sie haben Angst, wenn sie sich jemanden in ihrer Gemeinde anvertrauen, nicht verstanden oder sogar ausgegrenzt zu werden. Für davon Betroffene ist es sehr wichtig, aber mit dieser Thematik nicht alleine gelassen zu werden. Idealerweise wäre es möglich, eben dieses Problem mit einer neutralen Fachperson besprechen zu können. Diese Fachperson sollte natürlich auch idealerweise im Umgang mit solchen Konflikten zwischen religiöser und sexueller Identität Erfahrung haben. Oftmals kann in einer solchen Begleitung, die die Identität im Fokus hat und nicht eine Veränderung der sexuellen Orientierung, eine große Entlastung erreicht werden und den Betroffenen geholfen werden, einen für sie stimmigen Weg für eine ganzheitliche Lebensgestaltung unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zu finden. Im Anschluss an das oben Gesagte möchte ich zum Schluss einen Blick auf die Entwicklung der sexuellen Identität werfen. Wenn es auch unterschiedliche Modelle dazu gibt, besteht jedoch unter Experten weitgehend Einigkeit über drei Hauptstadien, die zu durchlaufen sind, wenn junge Menschen sich mit einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Anziehung konfrontiert sehen. Das erste Stadium, das Identitätsdilemma, beschreibt die Verunsicherung, wenn junge Menschen erstmals bemerken, dass sie sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen und bemerken, dass sie sich dadurch auch von ihren Kolleginnen und Kollegen deutlich unterscheiden. Dieses Dilemma wird gerade von religiös geprägten Jugendlichen oftmals außerordentlich intensiv erlebt. Im zweiten Stadium, dem Stadium der eigentlichen Identitätsentwicklung, durchlaufen viele altersabhängig sogenannte Meilensteine in der Erfahrung gleichgeschlechtlicher Orientierung. Erste Wahrnehmungen von Momenten gleichgeschlechtlicher Anziehung, erste Irritierungen, erste gleichgeschlechtliche Kontakte von Küssen und Petting bis vielleicht hin zu Geschlechtsverkehr. Sich das erste Mal einer Person bezüglich der homosexuellen Gefühle anvertrauen, eine Art Coming-out. Sich selbst im Sinne einer Selbstbezeichnung als schwul, lesbisch oder bisexuell benennen, etwas, was Richtung Identität geht. Und schließlich sich auf eine erste gleichgeschlechtliche Beziehung einzulassen. Das dritte Stadium, das Stadium der Identitätssynthese, beschreibt den Endpunkt, an dem eine Person eine stabile sexuelle Identität entwickelt hat. Die Person weiß nun, was ihre Erfahrungen bedeuten und wie sie von anderen Menschen wahrgenommen werden möchte. Sie hat auch idealerweise einen Weg gefunden, wie sie ihre sexuelle Identität in Übereinstimmung mit ihrem Glauben und ihren Werten bringt. Dieses Modell beschreibt einen prototypischen und idealen Weg, wie er leider gerade in christlichen Gemeinden für viele nicht erlebbar ist. Wenn wir das Alter betrachten, in welchem diese Meilensteine typischerweise durchlaufen werden, so stellen wir fest, dass dies vor allem im Teenageralter stattfindet.
Wo finden christliche Jugendliche in unseren Gemeinden eine Ansprechperson, die mit den Fragen, die diese Jugendlichen beschäftigen, kompetent und einfühlsam umgehen kann? Wer hilft ihnen dabei, das, was sie fühlen, zu verstehen? Wer unterstützt sie darin, mit ihrem aufkommenden Sexualtrieb verantwortungsvoll umgehen zu lernen? Wo ist die Person, der man sich sicher vertrauen kann, ohne dabei Angst zu haben, abgelehnt zu werden? Wo sind die Kirchenältesten, die offen sind für die Sorgen der Eltern dieser Jugendlichen, die sich oft Vorwürfe machen, was sie in ihrer Erziehung falsch gemacht haben? Sie haben natürlich diesbezüglich nichts falsch gemacht, weil die gleichgeschlechtliche Anziehung nichts mit falscher Erziehung zu tun hat. Gerade in evangelikalen Kreisen kann es für viele Jugendliche ein großes soziales und emotionales Risiko bedeuten, wenn sie innerhalb ihrer kirchlichen Gemeinschaft ihre homosexuellen Gefühle mit anderen teilen möchte. Immer wieder habe ich erlebt, ich hoffe nicht, dass das in der methodistischen Kirche so ist, dass diesen Jugendlichen von Verantwortlichen ihrer Kirche geraten wurde, möglichst mit niemandem darüber zu sprechen. Das verstärkte nur deren bereits aktiviertes Schamgefühl. Gleichgeschlechtliche Anziehung zu erleben oder eine homosexuelle Orientierung zu haben, führt eine Person im kirchlichen Kontext oftmals in die Isolation. Und so ist es auch nicht verwunderlich, wenn Betroffene sich außerhalb der Kirche Unterstützung und Hilfe suchen und sich in der Folge auch oftmals von der Kirche abwenden. Dabei wäre es gerade ideal, wenn beim Durchleben dieser Meilensteine die kirchliche Gemeinschaft sich für die betroffenen Jugendlichen annehmend, mitfühlend und unterstützend erweisen würde. Denn je früher eine Person mit gleichgeschlechtlicher sexueller Anziehung eine Kongruenz zwischen ihrer sexuellen Identität und ihrem Glauben und ihren Werten finden kann, desto weniger Leid wird sie im Umgang mit den Herausforderungen ihrer Sexualität erleben. Dies wird möglich, wenn in unseren Kirchen eine Atmosphäre der Gnade wirksam wird. Eine Atmosphäre der Gnade etabliert sich nicht durch die Änderung der Theologie zu Fragen der Sexualität. Eine Atmosphäre der Gnade entsteht vielmehr durch die Art und Weise, wie wir diese Themen miteinander diskutieren und wie wir allgemein miteinander umgehen. In einer Atmosphäre der Gnade kann die verändernde Kraft des Heiligen Geistes wirksam werden, sodass wir, ob Single oder verheiratet, heterosexuell oder homosexuell, uns gegenseitig darin unterstützen können, zu besseren Verwalter unserer Sexualität zu werden. Dass Sie heute in so großer Zahl nach Bern gekommen sind, das stimmt mich zuversichtlich. Und ich bin dankbar, von einer Kirche eingeladen worden zu sein, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, wenn auch vielleicht zunächst aus unerfreulichem Anlass, sich mit den Fragen rund um Homosexualität ernsthaft auseinanderzusetzen. Und so hoffe ich, dass aus der heutigen Tagung etwas aufbrechen kann, was die verschiedenen hier vertretenen evangelisch-methodistischen Gemeinden zu Orten werden lässt, wo eine Atmosphäre der Gnade herrschen darf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.